Herzlich willkommen, Leute, zu einer GTA 5 Online-Session. Heute mit Anne, Kundran, McFly, Freezy, Sachse, Krabs und Nancy, wenn ich keinen vergessen habe. Hallo. Hallo. Und wir sind heute mal im Free-Mode unterwegs und da brauchen wir auch genau eure Hilfe, denn was kann man hier so machen, was lohnt sich, was kann man so in ein Video packen, anstatt einfach nur blödes Rumballern, Sterne sammeln und whatever. Für die heutige Aufnahme machen wir es so, dass wir Fangen spielen. 4 Leute werden abhauen, 4 Leute sind die Fänger, derjenige, der gerammt wird, ist ebenfalls Fänger und jemand, der abhaut und stirbt, ist auch Fänger. Wenn ein Fänger stirbt, ist es egal, dann spawnt er neu, bis keiner mehr übrig ist und wer als letztes sozusagen dann weg ist. Es ist verboten, sich vom Radar zu entfernen, es ist verboten, Flugzeuge zu benutzen, Panzer zu benutzen oder eigene Fahrzeuge. Das heißt nur geklaute Fahrzeuge und die Leute, die abhauen, haben jetzt, keine Ahnung, das ist 30 Sekunden oder eine Minute Vorsprung. So, okay. Und die anderen hauen ab, ich würde sagen, jetzt. Abhauen tun Freezy, Sachse, McFly und Anne. Ah, ich würde was überfahren. Gibt's hier eine Uhr in-game? Nö. Zeit sehen? Nicht so direkt gerade, ne? Alter, doch, wenn du auf Escape gehst, dann hast du da noch was. Okay, ich hab die Uhr offen. Oh, nennst du es? Hey! Ist die ganze Landkarte erlaubt oder wie ist das? Ja, wir sehen dich ja auf der Karte. Okay. Du musst nicht einsteigen, das stimmt. Und ich würde sagen, wir gehen in 5 Sekunden los. 5, 4, 3, 2, 1 und los. Lass uns immer 2 auf 1 gehen. Okay, ich gehe hier mit. Wissen Sie, hier auch mal rechts. Natürlich, das Polizeiauto ist schnell. What? Ja, gut, funktioniert. Moment, was hast du denn gemacht? Nein, du hast nicht eine Haftmine an sein Auto gehaftet, oder? Anne? Was? 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 Wieso habe ich jetzt direkt einen Kopf gehabt? Wieso ist denn Anne noch hier? Leute, Anne ist. Sagst du, ich hab alles getan, bevor seine Zeit abliegt. Warum ist Anne? Sagst du schon, ey. Anne, kannst du gleich ein Auto schnappen und mit uns mitfahren. Warum warst du denn noch? Warum warst du doch da gewesen? Ich hab kein Auto gefunden. Nein, ich bin auch kein Auto. Hier ist doch alles voll mit Auto. Wenn also wenn ich tot bin, warte mal, umgefahren heißt es, ich muss... Genau, du wurdest gefahren. Also McFly ist... Nur, wenn ich tot bin. Ja, ich wurde ja schon von Sachsen in die Luft gejagt, also keine Ahnung. Was ist, wenn ich tot bin? Du spawnst neu in und fängst weiter. Und McFly, hau ruhig nochmal ab. Ja, trotzdem war es lustig. Jetzt nicht verstanden. Aber jetzt hol dir ein Auto! Du bist einfach ausgesehen an deiner Annäherung. Achso, du hast eine Annäherung. Achso, ich dachte, das ist super, das wie. Einfach random ist auf Auto. Logisch. Da hat er also nur Dinge in die Scheiße geritten. Er ist halt aus dem TV. Ich dachte halt, er sucht nämlich auch, deswegen war ich total verwirrt. So. Scheiße. Was machst du mit mir? Der Sachse hat nur die Immerwaffe, du bist dann die ganze Zeit in den Minen. Der Alter hat mich einfach. So viele Minen habe ich gar nicht geschmissen. Also Max ist schon durch eine durch. Max ist eh in der Reihe, du bist eh in der Reihe. Das ist richtig. So viele hat er gar nicht geschmissen. Nö, 10, 3 Stück davon wurden reicht ausgelöst. Ja, hast du auch okay, auf die Straße gefunden. Das ist gar nicht wahr. Doch. Ich hab mal Audi. Das ist komisch. Pass auf! Spuren! Wer war das? Okay. Wer ist mir entgegengefahren? Nicht im Ernst, oder? War das du das, Sachse? Das wollte ich, ja. Alles klar, jetzt bin ich da. Jetzt bist du da, sagst du? Ja. Gott, da oben seid ihr jetzt auf einmal. Irgendwo in den Bergen ist man. Ja, wenn die Leute wenigstens fahren könnten, die NPCs. In den Bergen, bei den 7 Zwergen. Fahr weiter. Oh mein Gott, der Berg ist so steil, dass ich hier nicht mehr hochlaufen kann. Ich bin hier hochgefahren. Dann können wir ihn ein... Nee, da war die nächste. Können wir ihn irgendwie einzwängen, weil da kommt er nämlich genau... Er hat die dritte Mine gefunden, ja. Nee, das hat ja alle neu sein. Also gesagt, er hat 3 Minen gelegt, war er hier noch nicht. Fuck, Mann. Ich frage mich, was du da machst. Keine Autos. Also keine, die sich lohnen. Holy fuck. Ey, ich hab keine Ahnung, wo ich Sachs hat das Spiel verlassen. Oh, scheiße. Ich wäre nämlich gerade da. Nein, du musst laufen. Die Medikarte kannst du ja wieder mit dem Schild mal groß machen. Oh mein Gott. Nein. Sachs hat gelogen. Du bist auch aus dem Auto ausgestiegen, oder? Ja. Achso, naja, nicht Controller. Das hab ich mir dann leider auch gedacht.
Da komme ich hoch. Nein, hör auf zu fallen, du blöde Kuh. Oh mein Gott. Bin gerade den Berg runtergefallen. Ich glaube, McFly und Freezy sind jetzt beieinander. Na. Ich bin der Meinung, ich habe ihn gerade gesehen auf der Karte. Ja, ja, aber ihr beide seid ja die, die sowieso zusammengehören. Das ist halt kacke. Aber ist schon mal ganz gut. Die fahren, ich habe beide jetzt markiert, die sind fast beieinander. Wirst du gerade hinterher, Freezy? Wer dann nicht? Ich bin das! Scheiße! Das war der Trick! Das war auf der Sinn! Ich bin dran! Ich glaub, mein Auto ist kaputt. Not bad, Alu, not bad! Holy shit, wo ist Maxi denn? Der ist oben auf dem Berg, aber das ist nicht so. Wie sieht die Aussicht von Mount Chillard? Oh, Freezy! Nein! Zu Fuß kommt man da nicht hoch. Nee. Und das Problem ist, mein Auto ist. Ja. Hab dich! Und Sachs hab ich auch! Okay, dann war's das. Ja, Sachs hat Freezy auch gerammt. Jetzt müssen wir alle noch McFly kriegen. Oh, ich hab glaube ich eine ganz gute Strecke gefunden. Hat zwar kein offizieller Weg. Okay, also ich hab schon mal. Ich hab nur noch eine Tür. Aber es funktioniert! Nur noch eine Tür. Ich hab keine Motorhaube mehr, keinen Kofferraumdeckel. Aber die Tür hinten rechts ist noch da. Oh! Dankeschön! Oh mein Gott, was ist mit dieser Straße? Oh. Komm schon! Komm schon! Fahr! Nein, nicht runter! Nein! Ich hab mich gerührt. Ich schreck aus. Aussteigen. Aussteigen und laufen. Du hast mich gefangen. Nein, laufen geht nicht. Nein, ich roll den. Ja. Ich roll den Berg runter. Und ich bin tot. Das sind alle, die abgehauen sind, sind entweder gestorben oder wurden gefangen. Ach so. Und der Sachse ist halt vom Server diskutiert. Ich will den Berg runter. Jetzt können wir doch versuchen, irgendwie auf diesen doofen Berg zu kommen. Ich war sogar fast oben. Ich habe versucht, einen Helikopter zu ordern, aber da flieg ich jetzt mal von so. Shit, nein. Oh. Hallo, Freezy. Hallo. Ich bin auch viel zu weit weg von den Dreckswanderwegen. Mach mal ein bisschen schneller, Freezy. Jetzt, das geht nicht. Jetzt rollt meine Karre auch noch den ganzen Berg. Was machst du jetzt? Oh mein Gott. Nein, bitte nicht. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Ist die Seilbahn eigentlich aktiv? Nö. Ich hab ein Heli gleich. Juhu. Das ist ja voll Abenteuer hier, ey. Wo ist der Heli? Jetzt geht's los. Was ist das für ein Dass Rucksack mein Auto hier immer noch nicht explodiert, ist es ja eine große Kunst. Was? Hier dreht sich ein Rucksack. Guck mal, ich hab hier mein Auto noch ganz, oder? Bei dir ist gerade dein Auto, sind alle Türen und die Motorhaube abgefallen. Nein, rechts ist noch eine Tür drin, rechts hinten. Oh, da kommt ein Auto. Kann er mich mitnehmen? Ja. Wenn wir die Länderdistanz scharf schützen, gehen wir nach unten. Ich nehme dich mit. Denn, wow. Freeze jetzt. Hey, nein. Ich weiß gar nicht, wo die Fallschirme sind. Das ist so der reinste Slalom hier. Wir spawnen in den Gehäuten hier. Jetzt steig ein, ey. Ich will eigentlich nicht so schnell wie man hat keiner zugelassen jemals. Oh, nein. Und wieder. Und wieder. Habt ihr keinen ins Auto genommen? Freezy, du musst, glaube ich, ich glaube, das ist vorbei. Jetzt muss ich anschieben, oder was? Okay, wo war der Weg? Ich bin gerade kurz vorbeigeflogen. Auf jemand schießt gerade auf mich. Ja, das sind Dado und Sachse ballern gerade. Das muss ja ein bisschen actionreicher sein. Wie kriegen Sie Wo sind sie denn? Ach, da oben sind sie. Na, es senkt doch, ich glaube mich. Ja, wir senken den Heli für dich. Du musst schneller runter, Nancy. Oh, ich hab Nancy getroffen. Mann, das gibt schon. Nancy, jetzt lande doch. Lande, Nancy. Ich kann nicht landen, Bring raus. Bring raus. Geh mal weiter hoch. Habe ich ein Messer? Ich bringe, okay. Hilfe!
Da fällt sie! Da fällt sie! Nee. Was ist jetzt rausgesprungen? Und tschüss! Wir müssen Nancy irgendwo aufkratzen, Leute. Das müsste doch eigentlich die Gleise sein, wo ich jetzt bin, oder? Können wir nicht einen anderen, ein anderes zum Landen ausmachen? Das müssen wir erst warten. Was macht ihr? Warum seid ihr alle tot? Anne spricht zuerst. Ach so! Anne, du musst sagen, wo die Granate ist. Und dann rennt. Okay, dann renne ich hinterher. Okay, also auf dem Truck sollen wir landen, oder was? Ja, da, wo das Feuer ist. Oh mein da Gott. Auf, da ist Feuer. Schön, Anne. Okay, das steht schon mal nicht. Es steht nichts, wie der Fallschirm angeht. Richtig geil. Also nochmal oben auf dem Berg, oder wie? Ja, und diesmal mit alle dann. Und dann landen wir auf dem Haus. Hier können ein paar Leute mit. So. Hey, ich hab einen Platz. Nein! Ich muss nicht auf den Platz unten, ich war gerade, ich flieg mit dem Heli. Okay, Freezy, was nehmen wir uns für eins? Ach nee. Wer fährt jetzt eigentlich? Wir hier? Kurz gucken, wo der Eingang war. Der ist doch sexy. Entschuldigung! Alles klar. Okay. Da läuft einer durch den Wald. Alter. Krabs läuft zur Straße, die suchen sich auch noch ein Auto. Einfach geradeaus. Keine Ahnung. Krabs weiß, wo es lang geht. Ich bin hier schon dreimal hochgelaufen, nur einmal runtergesprungen. Ja. Also ich sehe jetzt das sehr verformt. Bist du stark? Das geht. Jeder für sich. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es lang geht. Was ist eigentlich falsch mit euch? Er steigt halt aus. Er weiß genau, dass wir nicht schnell gut ankommen. Ich werde wieder nicht da hochkommen. Wer hat denn die Scheiße programmiert? Ich bleib prinzipiell. Ruft euch doch einfach einen Hubschrauber und fliegt hoch mit Merryweather. Ey, das kann doch nicht sein, dass man da einfach nicht hochlaufen kann. Wer fährt bei euch? Bei mir Kundran und Krabs fährt allein. Warte mal, wir brauchen mal hier eine kleine Ebene. Warte, bitte kurz. Naja, ich hatte nicht vor zu rennen. Nein, lass es! Fahr! Bitte, das hat er nicht getan. Krabs, war nein! Stopp, wir haben nur einmal geschossen! Bitte kommt hier her! Ja, was habt ihr davon? Ja. Ich kann mir nicht! Jetzt müssen wir bei euch mitfahren! Achso, oh, das ist ja... Krabs! Was nennst du das? Jetzt. Okay. Nee. Das ist so unfassbar. Helikopter-Con. Ja, wir haben es geschafft, sogar Tag jetzt. Die ganze Nacht hochgelaufen. So, pass auf. Ich werde jetzt gleich nochmal einen Airstrike callen. Den werfe ich natürlich davor. Und wenn der explodiert ist, dann springen wir los. Ja, richtige Special. Ich dachte, du wirfst den auf uns. Okay, also, ich kaufe den Airstrike, nachdem der explodiert ist. Flieg weiter! Was soll das? Okay, jetzt kommt jetzt warten wir auf den Airstrike. Der kommt von hinten, oder? Wenn der von hinten kommt, sind wir am Arsch. Ich hab das Spiel verlassen. Nein. Oh, okay, jetzt? Sind die Bomben schon hochgegangen? Ich spiel jetzt trotzdem. Ich glaube, die kommen jetzt. Nee, ich glaube, der ist schon gerade rübergeflogen. Nicht, der ist schon rübergeflogen. Okay, die Special Effekte muss einer im After Effects einbauen. Okay, bis zum Ende der Seilbahn. Nein! Au! Okay. Wenn der Zug kommt, entscheide ich mich noch um. Das war nur die Seilbahn. Scheiße, habe ich die Seilbahn verpasst? Nee, weiter oben. Kommt der Zug? Nein. Ist so aus. Ich höre den Zug! Der Zug kommt! Ich drehe um! Alles klar! Wo ist denn der Zug?
Auf der Schiene. Okay. Der Schuh! Oh nein! Au! Ich schaff's, schaff's! Nein, ich schaff's nicht! Scheiße. Nein, ich bin neben dem Zug gelandet. Oh nein! McFly, mach mal nicht alles. Lol. Ah, ich bin ans Führerhäuschen geklatscht. Ja, ich bin auch, ey. Da fliegt noch einer. Ich hab noch mal eben 3 Saltos gemacht, ey. Na, jetzt geschafft! Entschuldigung. Jetzt auch was von geschafft. Das war auch das allererste Mal, dass ich ihn getroffen habe mit dem Gewehr. Kundrans Leiche ist, glaube ich, drin. Ja, meine Leiche ist bestimmt im Zug. Kundran hat es, glaube ich, geschafft. So, aber das, worum es eigentlich geht, ist, ihr habt ja wirklich mehr Ahnung, was man hier so machen kann oder was ihr bei anderen Leuten gesehen habt. Schreibt uns doch gerne mal, was man so im GTA Free Mode machen kann, außer wirklich nur dieses stupide Rumgeballer, weil die Polizei in dem Spiel ist halt super langweilig. Aber vielleicht habt ihr noch geile Ideen, was man machen könnte, und das könnt ihr uns gerne schreiben. Schaut auf jeden Fall mal den anderen vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüss!